Nun darf ich einen Mann zu mir bitten, der es meisterlich versteht, die absurdesten Phrasen zu dreschen. Hier ist der König der Stammtischphilosophie, frisch angereist aus dem Odenwald, Rolf Miller. Aber so ist es. Ne? Nee, aber jetzt bei mir vorhin, ne, der Jürgen ist jetzt froh, dass seine weg ist. Ne, die ist ja ausgezogen. Und einwandfrei. Ne? Nee, ich sag jetzt doch nichts, weil ist ja der Jürgen, ne, aber er sagt, durch die Trennung, die meisten Beziehungsprobleme sind gelöst. Ne? Ja, ich hab ja noch im Ohr, wie die ausgezogen ist. Na, du bist schuld. Na, wegen dir haben wir uns kennengelernt. So, du hast mich am Schluss nur noch sexuell behandelt. Da. Na, die spricht ja so. Na, die hat ihr Semester. Na. Und da hätten wir schon wissen müssen, dass mit der... Na, jetzt nichts gegen ein Vorurteil, na, aber na, ein gewisser Funke ist immer am Ding. Na. Dann ist die noch Indien. Noch Indien. Du musst dich 2 Jahre lang impfen lassen, dass du ein halbes Jahr noch Indien darfst. Na. Hey. Ich vergesse kein Gesicht. Ich kann mir Gesichter gut merken. Vergesse kein Gesicht. Oh, bei der mache ich eine Ausnahme. Ja, ganz klar. Okay. Ja. Man hätte es wissen müssen, wo die noch mit dem Jürgen zusammen war. Da immer das Gesicht. So Problemgesicht. Gibt es so Frauen? Na, immer. Wo ist ein Problem, du's her, ich bekämpf's. So ein Gesicht, den ganzen Tag. Ja? Und vor allem, lang mich nicht an. Nicht anlangen, frisch gestrichen. So war die immer. Immer. Und die hat als Bücher, stapelweise, Bücher. Und die hat die gelesen. Und auch immer von so Problemen, da... Der eine war sogar in der Stadthalle bei uns mit seinem Tier-Ding. Wie heißt er da? Nicht Wallraff. Der andere. Der, was immer die Spinne frisst. Mit der Kannibale und dann überlebt. Der Neberg, genau. Günther Neberg, oder? Der. Das ist also ein Zipfelgesicht. Der steht frühs auf und überlebt. Kleiner um Frühstück fängt er an und überlebt sofort. Ne? Wenn der mal einen Tag nicht überlebt, wird er nervös. Ne? Nicht, dass was passiert. Ne? Einwandfrei. Ne? Der und der Messner, die zwei. Das sind so Astronauten da. Ne? Das waren die Erstbesteiger auf dem Mond. Weiß niemand. Heimlich. 1965 sind die ohne Sauerstoff, bis auf 100%. Der Messner, das ist also er. War neulich ein Witz im Fernsehen von so einem Komiker. Der mit dem Witz. Nicht der, weil sich umzieht, der andere. Das sind ja zwei. Messner, Grönland, geradeaus, 3 Monate, Ding. Und... Jetzt wollen wir mal, wie ist denn der weitergegangen? Ja, aber war einwandfrei. Ne, so richtig vom Witz her. Ne, ne, ne. Der Messner rennt aufs Matterhorn und schmeißt kein Papierle weg. Und dann steht er oben, ja, Kernkraft ist böse. Schluss mit der Müllverschmutzung. Wenn wir die Erde nicht ganz lassen, geht sie kaputt.
1000 Kilometer vom Problem weg, hat er die Lösung da oben. Wo die Luft schon langsam ein bisschen. Ja, aber so Leute muss es auch geben. Ja, aber das ist komplett am Ding vorbei. Ich sage jetzt nicht nach mir die Sintflut. Na, aber der Mensch ist nicht dazu da, dass er den Planet auf Dauer. Das war noch nie. Auch nicht in der Steinzeit. Da sind wir, wenn was war, eine Wiese hin und Tiere jagen, Feuer, weiter. Das war doch uns egal, was jetzt dahin ist. Na, und wir sollen heute Sparlampen einschrauben. Na, ich sag nicht nach mir die Sintflut, aber wenn sie nicht vor mir ist. Ja, das ist, muss man mal ganz klar. So. Ja. Wenn ich im März mit dem T-Shirt kein Schnee mehr schippen muss, ich kann es verkraften. In Australien nehme ich Sonnencreme. Ist halt mal, ne? Wenn Holland geflutet wird. Dann sind wir schon im Halbfinale. So einfach. Naja, aber was bringt denn das, wenn wir Sparlampen einschrauben? Dann geht die Welt in 5000 Jahren zwei Wochen später unter. Dann haben wir aber den Hauptgewinn. Dann sind wir ganz vorne dabei. Und dann sagen die in 5000 Jahren, oh, zum Glück haben die damals vor 5000 Jahren Sparlampen eingeschraubt. Jetzt haben wir noch genau zwei Wochen. Was machen wir jetzt noch so lang? Taschenlampe für den Notfall.